Hallo und herzlich willkommen zurück zu DayZ Origins Let's Play. Ne, andersrum, das zweite Mal. Let's Play DayZ Origins. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch auf der Suche nach meinen Reifen. Zwei Reifen. Um den Wagen zu fixen. Ich blut schon wieder. Um den Wagen zu fixen. War, glaube ich, schon wieder ein Fehler. Pissgesicht. Pissgesicht. Leute, habt ihr keinen Führerschein? Nö, wieso? Ihr fahrt mich platt. Liegt da Morphin oder was? Okay. SVD. Ja, Bandage nehmen wir mal mit, wa? Haben wir gerade schon wieder einen ganzen schönen Batzen braucht. Ich brauche eine scheiß Toolbox. Hey, ein Vogel, durch die Wand gebackt, ein Vogel. Ein Reifen haben wir schon mal. Ich glaube, einer war schon dran. Fehlen nur noch zwei. Zementmix haben wir auch. Packe ich gleich alles erstmal schön in den Wagen. Und dann schauen wir weiter. Ey, geil. Open Backpack. Noch mehr Zombies töten muss, bin ich gleich hier Level 1. Der heißt Bang Helmy. Full Tank habe ich vor. Eine Toolbox. Ich piss mir in den Schritt, ey, ist ja geil. Ich würde dann auch sagen, gehe ich direkt dahin, baue die zwei Reifen da rein, damit ich wieder mehr Platz habe. Ich baue den Motor ein. So mache ich das. So und nicht anders. So und nicht anders. Ich hoffe nur, dass jetzt nichts Unerwartetes dazwischen kommt. Wie gerade. Scheiß Zelt und dann Server Restart und dann macht meine erste Aufnahme keinen Sound mit.
Alles scheiße. Alles scheiße. Boah, ich hab mir. Ich guck mir seit letztens die Let's Plays von Tudo an, ne? Und der hat da so ein scheiß Ohrwurm-Intro hier. Tudo ist der Beste. Und das geht mir einfach nicht aus dem Kopf mehr. Immer ich summe das schon die ganze Zeit. Tudo ist der Beste. Obwohl, guter Let's Player, ich finde ihn gut. Ich finde ihn besser als Monday oder Moonday oder wie auch immer der heißt. Ich glaube, der steht kurz davor, seine 5000 Abonnenten oder irgendwie sowas, meine ich. Oder hat es jetzt schon geknackt? Ich weiß es nicht. Nö, die will ich nicht. Naja, wenn du das siehst, Tudu, ich denke mal nicht. Aber dann herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Denke, das hier brauche ich, glaube ich. PKM Mag. Freezy, bist du in Dalgon Mosk? Für den von mir. Ja, Motor braucht er. Drei Reifen. Werben will ich auch nicht. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Freezy, bist du in Dalgon Mosk? Ich kenne dich zwar nicht, aber ich quatsche gerne fremde Spieler voll. Meine erste Regel hier. Oh! Meine erste Regel hier. Ich vertraue hier keine Sau. In DayZ kann man einfach kein vertrauen. Ohne Witz. Mano. Wie sehen die Pisser mich? Wie sehen die mich? Ich kann es nicht verstehen. Guck dir rein, ich hab eine Kugel im Kopf, ey. Okay, ja, was hat er denn? Rotze. Und der. Rotze. Ja, Rotze, nur Rotze. Jetzt hab ich geschrieben, nö, warum? Es kommt keine Antwort. Seht ihr? Man kann hier kein Vertrauen ohne Witz. So, ein Reifen noch. Ich möchte lieber eine Lee Enfield. Ich kann besser mit einer Lee Enfield schießen als mit der Winchester.
Macke raus. Die schmeißen sie dir auch überall hinterher. Krankenhaus, das gefällt mir, aber man kann sich leider noch nicht selber Bloodpacks geben, sonst wäre das jetzt hier schon optimal für mich. Könnte ich da nämlich direkt mal ein paar Bloodpacks rausziehen. Aber was will ich mit Bloodpacks, wenn ich mir selber damit nichts machen anfangen kann? Hey! Hey, Torwärter, darf ich durch? Danke. Da lag eine Map. Map muss ich haben. Ein Reifen, ich werd bekloppt. Ja, jetzt habe ich Reifen und alles, aber noch kein Sprit. Werden wir diese Sprit finden? Heieiei, ich denke mal, ne? Wieso war das denn gelb? Engine Hülle und so. Engine ist voll. Full ist. Ist doch alles voll, warum ist er gelb? Scheiß Bug-Game, ey. Ah, Gamers Platoon. Wir entschuldigen uns für die Verzögerung, aber wir wollen euch einen bugfreies Spiel geben und ja, ne, dann müssen wir das mal halt ein bisschen verzögern und so und ja, das tut uns ziemlich leid und wir versprechen, dass das zur besten Zufriedenheit ist. Ich sterbe durch einen Bug wegen Scheiß schlafen geht im Zelt und das Auto zeigt dann, dass alles kaputt wäre. Eben Schluck trinken, Jungs. Scheiß Bug-Game, ey. Den King Hunter, den habe ich eh gefressen, ey. Spinner, der. Brauche ich nur noch Sprit. 20 Spritkanister würde erstmal reichen. Da vorne ist direkt eine Tankstelle, dann kann ich den Wagen voll machen. Aber über mein Glück werde ich jetzt nichts finden. Gear. Ich dachte, das wäre eine G17. Ich habe gar keine Munition mehr für die G17. Scheiße. Jetzt hier aber trotzdem noch erstmal behalten. Nämlich auch eine Taschenlampe und ich habe kein Nachtsichtgerät und nichts. Könnte mir das ruhig schon ein bisschen noch weiterhelfen.
Komm schon, ein Spritkanister. Noch ein Reifen. Hey. Und Metall. Hey. Und ein Motor. Hey. Hey, alles hey. Wir brauchen eine Jerrycan. Metall. Scheiße. Und noch mehr Scheiße. Und noch ein Motor. Wow. Und Scheiße. Ach Mann, nee. Und noch mehr Scheiße. Stenger nehme ich mit. Ich habe zum Urin. Wir finden eine M4 oder so oder eine M16. Jetzt habe ich 14, vorhin, wo ich gestorben bin, habe ich auch schon 14 gehabt. Oh. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich Hero. Ups. Ey. Leck mich. Leck mich, Leute. Ich gehe zum Industriehaus. Ne Jerrycan. Oh, ich will trotzdem noch die Lagerhäuser checken. Komm, die Scheibe nehme ich mit. Die Scheibe da hinten nehme ich auch noch mit. Baue ich alles ein. Die baue ich ein, die baue ich ein. Oh, kein Platz mehr. Und ab geht's zum Auto. Nehme ich auch noch mit. Wie komisch, dass ich noch kein Spieler begegnet bin. Ich denke nur, dass die mich suchen. Der eine schon gefragt hat, Freezy, wo bist du in Dalgunas? Und ich, nee, warum? Und noch nicht mal eine Antwort kommt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Ups. Lalalala. Auf geht's, auf geht's. Sieht mir aus wie G36 Munition. Ah, sonst spawnt hier immer eine Waffe. Gut, wir sind jetzt bei 20 Minuten. Das ist mir jetzt erstmal egal, wir überziehen dann die erste Folge ein bisschen. Dann, keine Ahnung, mache ich 25 Minuten oder sowas. Wir bringen jetzt noch die Karre eben schnell zu meinem Zelt. Wir haben nämlich jetzt auch schon bei mir 10 vor 1. Und deswegen
will auch schon langsam ins Bett. Nee, war. Boah, ich dachte schon, die wäre voll langsam. Das ist echt so ein Flüchtlingsmobil. Oh nee, ne? Ich kack mich weg, 17 km/h oder mph oder wie auch immer. No whisper target found. Hoffentlich werde ich nicht verfolgt. Oh, ein Busch umgefahren. Gucken, ich denke mal nicht, dass. Wagen sieht man nicht. Ja, von oben wird man ihn sehen, aber ich weiß nicht, ob man hier gerade so drüber fliegt. Naja, egal. Dann sage ich mal, wir sehen uns Folge 3. Tschüss!